So, eine 4. Und eine 4. Round 4. Fight! Okay, es gibt auch, ein Fighting-Spiel. Und Sailor Moon, da gibt es sogar, glaube ich, mehr davon als Beat'n'ups. Wir können natürlich auch mal Fighting Games spielen. Wir haben eine ganze Menge. Und ehrlich gesagt habe ich auch echt mal Lust, das zu tun. Einfach so Fighting Games, wie wir beide noch nie gespielt haben, einsetzen, aufnehmen und gucken, was wir da für Chaos veranstalten. Na, hältst du etwas von dieser Idee? Ja. Nochmal auf mich zu ignorieren. Ich war gerade total fixiert auf diesen absolut schweren Gegner. Also wirklich, wir haben unendlich viele Münzen. Gut, okay, dann bleib ich jetzt stehen, mach nix. Also wirklich. Du lässt dich hier voll penetrieren. Ja. Ja, guck, der hat dich mit seinem Ring vermöbelt. Okay, das war jetzt nicht mehr doppeldeutig. Sag mal, was ist das? Keine Ahnung. Ich habe jetzt wieder einen Schnupfen. Aber das kommt aus dem Spiel. Also, wenn die Sailor-Krieger mal gegen so eine Übermacht hätten kämpfen müssen, das wäre fies gewesen. Ja, aber meistens haben sie ja nur gegen einen kämpfen genau, müssen immer und nur haben trotzdem versagt. Die Bonbon. Das wäre was für mich gewesen, danke. Na und? Ich wollte das Bonbon haben. Sind das eigentlich nur fiese Arten hier mit dem Schwanz und dem blauen? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne die Serien auch nicht in- und auswendig. Vielleicht meine, es gibt eine Menge Dragon Ball Fighting Games. Ja, gibt es. Aber es gibt ein gutes für Super Nintendo. Nur eins? Ein richtig gutes für Super Nintendo. Ja, ich will mehr Überwürfe machen, ich will die Höschen sehen. Yay! Fenty Shot. Nochmal. Ich konnte eben nicht gucken, wie man mein Höschen aussieht, obwohl das, ich meine, das ist das Trikot, das man sieht, nicht das Höschen. Richtig. Also irgendwie finde ich, dass Amy oder Ami irgendwie zu türkise Haare hat gerade. Sind die nicht mehr dunkelblau gewesen? Irgendwie schon, ja. Hey! Wieder dieser Seifenblasen-Typ oder Tussi. Ich glaube, es ist der Tussi, oder? Seifenblasen fliegt! Und siegt! Ich musste irgendwie gerade an SpongeBob die Seifenblasen-Folge denken. Eine meiner Lieblingsfolgen vom Anfang der ersten Staffel. Seifenblasen. Welche Folge mit Seifenblasen gibt es? Die allererste Folge mit Seifenblasen. Da muss man schon Seifenblasen verkaufen. Tadius möchte nur mit den Seifenblasen pusten, aber kriegst nicht hin. Achso, ja. Ich hab mich gerade gewundert, was habe ich denn da für einen Attack gemacht, dass alle Gegner wegfliegen? Wir haben inzwischen zum Glück mehr Zeit. Ich frage mich, warum in der Runde 2 plötzlich so wenig Zeit war. Aua. Hab ich dir wenig getan? Ach, Scheiße. Ich bin tot. Sind das eigentlich für Viecher hier, diese Puppen und die Dummies? War der nicht noch am Leben? Wohl nicht. Machen wir halt die nächsten fertig. Au. Eigentlich wollte ich nicht dich erledigen. Aber ich liebe Friendly Fire, ja. Also sowas von witzigen solchen Spielen. Ja, ja, sagst du ja, jetzt. Ja, vielen Dank auch. Gerade sagst du noch, oh, so schön wie Friendly Fire. Boom. Es ist witzig, aber trotzdem darf ich mich aufregen. Menno, es geht doch nicht die ganze Zeit raus. Oh, immer diese Ebenen wechseln, das ist immer mein größtes Problem in diesen Spielen. So die Herausforderung. Aber ich krieg's jetzt besser. Au. Oh, ich hab dich versehentlich mit ihm zu Boden geworfen. Hoppla. Ja. Entschuldigung, Mikro berührt, ich hoffe, das hört man nicht. Okay. Wieso haben wir eine Tür angegriffen, sie ist explodiert und dann haben wir eine Falltür? Wieso ist hier überall Schleim? Sind das denn Pflanzen? Was auch immer. Auf jeden Fall, ich habe Hentai gesehen, die so anfangen. Nein. Ja, ich sehe eine Nass-Hentai, die know where this is going. Ja. Was zum, da sind Menschen gefangen. Schon creepy hier. Also ich muss sagen, den Hintergrund finde ich verdammt gut gemacht. Einer von uns hat eine Spezialattacke, können die mal wieder eine droppen? Komm her, du komischer Zombie. Also die bewegen sich echt zombiehaft. Na? Nicht so angreifen, da passt zu wenig Schaden. So. So. Kopf ab. Was passiert jetzt? Boss? Ach, aus dem Keller raus, der so unheimlich ist, wollen wir gar nicht rausfinden, was da unten passiert ist. Obwohl da Menschen eingesperrt waren. Ja, die könnten wir natürlich helfen, wenn wir wollten. Aber dazu brauchen wir doch Sailor Moon, die hilft doch immer. Entschuldigung, dass da keiner genommen hat. Aber wir haben halt die anderen Sailor-Krieger zur Auswahl bekommen. Wer möchte Sailor Moon sein, wenn man die anderen vier sein kann? Stimmt, das heißt, man will eine Heususe sein. Genau. Hallo? Ach, Mann.
Geht. Hoppla. Und ich habe noch gesagt, ich wollte gerade sagen, geh weg, damit ich schmeißen kann und du schlägst mich einfach weg. Tut mir leid. So. Und zack. Und dann die Riesenbrüste. Gut, wenn du als Frau das sagst, sehe ich das wirklich als, sehe ich das als korrekt an. Huch, ein Computerraum. Uralten PCs. Naja, der Anime stammt aus den 90er Jahren. Aus Anfang der 90er Jahre, wenn ich mich recht erinnere. 92, 93. Auch heutzutage sehen noch PC-Räume von Schulen so aus. Was, die haben noch so alte PCs? Ich sag nicht, dass die so alt sind, aber so sehen die heutzutage noch aus. Also wir sind gerade in der Schule. Gehe ich schon aus? Sag keine Ahnung. Robin. Okay. Hey, den kenne ich doch, das ist Umino. Ja, genau. Autsch. Wieder überleben. Ja. Wie viele Credits hatten wir noch? Ich hab keine Ahnung. Ich werf einfach eine ein. Autsch. Guck mal, der hat voll die Klingen. Oh, ich bin tot. So, dann mache ich mal meine Super-Attacke. Gute Idee, war ich das verführen? Ja. Zwinker, Herzchen. Und dann glitzert sie. Ist sie ein Vampir? Ja. So, jetzt setze ich wieder mein Visier auf und sie verliert auch Energie. Warum auch immer. Bajoom. Also ich hab da irgendeine Art Binsenweisheit parat haben. Wenn man diese Attacke macht. Oh. Huch, Tuxedo Mask hilft. Oh, ich hab vorhin schon gesagt Tuxedo Mask? Tuxedo Mask. Sexy. Wo kommst du plötzlich her? Oh, und tschüss. Ich hab nur mal eine Rose reingeworfen. Können wir die jetzt aufsammeln? Probier's mal. Nö, kann man nicht. Die ist jetzt nur da. Wäre doch nett gewesen, wenn man die aufgesammelt hätte und man hätte noch irgendwas gekriegt. Ich hab's nur eingesammelt. Hä? Wieso hab ich das jetzt nicht hingekriegt? Weil du dumm bist. Ich bin Mineko, also stimmt das leider. Okay, gut. Du bist also in Charakter, ja. Hey, Mineko ist nach Bunny die dümmste von der ganzen Runde. Hoho, jetzt haben wir es nochmal gezeigt. Ja. Oder ihr? Ihr, oder? Die ganzen Dämonen sind doch eigentlich fast immer... Also sie haben zumindest weibliche Körper. Ah, du bist noch gestorben. Ja, ich weiß. Jetzt musst du warten. Ja. Ich hab's allein geschafft. Ja, hab's gesehen. Ich hab's Spiel allein geschafft. Bin ich. So. Halt, nein, ich wollte schlagen. Also, das ist jetzt immer Figurosi. Ich wollte gerade sagen, das sind noch keine Dämonen, oder? Nee. Und seit wann kämpfen wir dann gegen echte Menschen? Vielleicht werden sie von den anderen kontrolliert. Von den Dämonen. Sag mal, ich darf hier nicht springen. Die machen mich sofort fertig. Ihr könnt doch keine 14-jährigen Mädchen verprügeln. Ich frag mich, ob das die Originalstimmen waren in das Spiel. Japaner legen auf sowas eigentlich ziemlich viel Wert. Sieht aus, als hätten sie Katzenmasken auf oder so. Sollen das der Typen über ihren Köpfen sein? So, mal. Ich würde jetzt auffüllen. Ui. Ich bin in die Arme gelaufen. Ja, toll. Was machst du eigentlich für komische Schläge? So flache Handkantenschläge, oder? Das sind so Spock-Handkantenschläge, wie ich sie nenne. Das passt ja zu der Intellektuellen. Ich mach ja wenigstens ein bisschen mehr Judo. Ja, guck, ich mach auch meinen Sprungkick am Ende. Am Ende mache ich halt einen Kehlkopfschlag. Genau das ist es, das habe ich gesucht. Ah. Ein Kehlkopfschlag, der eigentlich den Gegner total erstmal. Ja, es sind also kampffähig machen soll. Es sind intelligente Schläge, die Armee da macht. Richtig. Passt eigentlich ziemlich gut. Und ich bin tot. Das passt auch ziemlich gut. Ja. Verdammt. Im Manga ist das so, dass die Sailor Krieger tatsächlich ab und an mal sterben. Nur werden sie meistens durch den Silberkristall wiederbelebt. Nee, ich bin schneller als du. Ich weiß nicht, ob das in Anime auch so war oder ob die es ein bisschen entschärft haben mit dem Sterben und Wiederbeleben. Ich kann mich nicht erinnern, dass da irgendjemand mal gestorben hat. Doch, ja. Okay, ja, da ist mal ab und zu einer gestorben. Aber naja, wie auch immer. Das war ziemlich kindgerecht. Wie ich mir gedacht habe, wurde entschärft. Weil im Manga war das teilweise doch ganz schön hart gewesen. Was mich gerade ein bisschen, langweilig finde, ist, wir haben nichts, was wir zerstören können. Stimmt, das fehlt hier total. Nur die Gegner lassen ab und zu mal was droppen, aber störbare Umgebung ist hier Fehlanzeige. Außerdem fehlt uns das typische Aufzuglevel. Das kommt vielleicht noch. Jetzt hast du es herbeibeschworen. Na komm. Wir waren schon in einem Gebäude gewesen, in der Schule, und da wäre ein Aufzugslevel doch eigentlich toll gewesen. Deswegen wollte ich ihn kommen lassen. Sprungkick, dann bringt nichts. Ja, lass ihn kommen.
That's what she said. Ah, wollte ich doch gar nicht, wohl die andere Richtung. Dann bitte geht um. Oh Mann, komm! So. Kai hat auf dich gehört. Ja, that's what she said, verdammt. Diesen. Ja, was zum. Achso, ich sollte nach vorne gehen. Ja, natürlich. Das muss so sein. Sonst geht's nicht. Hey! Voll die Ninja! Die gegen die können wir schon öfter, Schatz. Ja, die fällt mir gerade das erste Mal so richtig auf. Zack, zack. Ja, mit der Hauptzeit. Übrigens, Schatz, jetzt mal die Introduction für dich. Wir spielen British Soldier Sailor Moon, ein Arcade-Spiel. Ja, und? Ja, damit du halt weißt, dass wir spielen, weil du ja scheinbar kein bisschen aufgepasst hast bis jetzt. Oh, Mann. Du hast halt meistens die Gegner gemacht und ich habe nicht so wirklich ihre Attacken mitbekommen. Und zack. Wieder ins Spiel. Beaten-Ups hat man halt meistens nicht so viel über Spielgeschehen zu sagen, also versuchen sich Sachen aus dem Finger zu saugen, über die man erzählen kann. Und du keuchst. Da kommt wieder diese komische Dummy-Puppe. Ja, das Geräusch habt ihr jetzt schon oft zu hören bekommen. Und wie das bei mir da oben aussieht, sieht es aus, als würde ich eher was anderes machen. You know what I mean. Ich weiß. Oh Mann. Jetzt hast du mich auf Gedanken gebracht. Tja, seht ihr Leute, ich bringe sie auf Gedanken. Hoffentlich positive Gedanken und nicht sowas hier à la 50 Shades of Grey, das du gerade mit mir gemacht hast. 50 Shades of Grey? Weil ich dich getreten hab? Ja. Gepeitscht bin ich, sag mal, da ist doch noch ein Typ, der ins Bild will, aber irgendwie nicht kommt. Ah, endlich mal. Weil wir ihn erst auslösen müssen. Hm, verstehe. Jetzt muss ich wohl warten, weil du machst gerade alles fertig. Ja, ich bin hier gerade sehr. Und so im Assassin's Creed-Style greifen die alle nacheinander an. Natürlich. Jetzt bin ich dran. Ja, deswegen bin ich gerade weggegangen. Die auch mal kommen. Ach, dann drehe ich mich halt um, damit du auf meinen Hintern starren kannst. Yeah. Und ich schmeiß noch extra deine, wenn wir von beiden Seiten haken können. Ja. Das wollte ich eigentlich gerade machen, aber was passiert? Du wirst ihn auf mich. Ja. Komm her. Diesmal sind es lauter Typen, die wir angreifen. Ich habe das Gefühl, das sind ganz normale Männer. Pädophile. Ja, Pädophile sind's. Und zwar so viele. Und dann sind's auch noch Otaku-Pädophile oder sowas. Ganz viele Pädophile. Genau, das wird eine Reihe. Nee, das sehen wir jetzt für Child of Light auf, oder? Ja. Ach was. Aber Child of Light ist das nächste Mal wieder dran. Hoppla, Entschuldigung. Bei den ganzen Reimen lasse ich mich doch nicht leimen. Jeden Tag schreibt mir ein Gedicht. Ja, ich mache gerade eine Liebeschallenge auf meiner Facebook-Account. Ich schreibe jeden Tag ein Pokémon-Gedicht, das irgendeine Liebesbotschaft enthält, und sei es ein Witz. Und ich suche immer das Pokémon dazu aus. Mit passendem Bild. Ich bin jetzt bei Nummer 100, was war's? 68? Ich darf, du hast jetzt gut die Hälfte schon fertig, oder? Ja, 168, glaube ich, bin ich gerade. Am 14. Februar hast du damit angefangen. Ja. In blanker Wut über den Valentinstag. Ja, ich fand, es war ein bisschen... der Valentinstag ist zwar schön und gut, ja, aber er ist zu kommerziell, er ist nicht wirklich irgendwie richtig begründet mit irgendeinem gesellschaftlichen Ereignis. Er ist eigentlich quasi wertlos und sich trotzdem dann an diesem Tag nur die große Liebe zu zeigen, ist ein bisschen schwach. Und da finde ich, man sollte lieber jeden Tag sich ein bisschen mehr die Liebe zeigen. Genau, das war der Grund für diese Liebeschallenge. Ich war echt, echt gerührt darüber. Also sag ich's auch hier nochmal öffentlich, vielen Dank für deine Mühe. Ja, und sie wusste absolut nichts davon, dass ich plötzlich damit anfange. Das war einfach eine Idee, die mir beim Schwimmen gekommen ist. Ich dachte mir, es muss doch mehr geben, als nur an einem Tag sich die Liebe etwas mehr zu zeigen. Warum nicht jeden Tag etwas mehr, um genau zu sein. Und, ja, genau. Ich glaube, einer der Gründe war gewesen, weil eine Freundin von uns total angegeben hat mit einer einzigen Rose, die sie geschenkt bekommen hat von ihrem Freund. Ja. Und nein, ich wollte die Sailor Moon nehmen. Idiot. Jetzt muss ich wohl gar nicht nehmen.